Monika, du drehst zuerst am Rad. Nee, ich will keinen Kaktus. Ich hätte gerne Sahne. Nein, das kannst du nicht tun. Ein Kaktus bedeutet Kaktus. Pech für dich. Aber mach dir keine Sorgen. Das bedeutet, dass ich Glück haben werde. Mal sehen. Oh ja, nichts schmeckt besser als Hubba-Bubba-Kaugummi. Vor allem, wenn es ein ganzes Bündel davon gibt. Ich kann es kaum erwarten, sie aus den Schachteln zu holen und auf meine Torte zu legen. Ich glaube, das wird mega lecker. Awesome! So weit, so gut. Meine Torte sieht schon so richtig bunt aus. Und das ist noch nicht alles. Und aus dem Rest kann ich noch ein Herzchen formen. Voll schön. Monika, gefällt's dir? Richtig niedlich, oder? Jetzt wird's Zeit, dass ich was probiere. Oh Mann, das ist einfach unglaublich gut. Genau so eine Torte könnte ich für den Rest meines Lebens essen. Kann ich wenigstens das Herz probieren? Nein, das werde ich noch selber essen. Willst du die größte Kaugummiblase auf der Welt sehen? Du wolltest nicht mit mir teilen? Dann nimm diese Stachel hier. Hier. Hey, wie konntest du es wagen? Mein Gesicht ist voll klebrig. Na warte, jetzt will ich sehen, wie du deinen Kaktus isst. Oh, tatsächlich, wie soll ich ihn essen? Der ist so voll stachelig. Bingo. Ich weiß, ich muss zuerst die Stacheln loswerden. Dann wird der Kaktus kein Problem mehr sein. Die Nagelschere klappt nicht. Die ist zu groß. Diese Zange hier passt perfekt. What? Oh, das ist so langweilig. Erledigt. Jetzt muss ich nur noch eines tun. Den Kaktus über meinen Kuchen reiben. Oh, sieht wirklich schön aus. Schön bunt. Genug geredet. Zeit, ihn zu probieren. Ich hoffe, er schmeckt auch gut. Oh nee, als würde ich Torte mit Gras essen. Ekelhaft. Guten Appetit. Ich will zuerst das Rad drehen. Würde mich auf den Arm nehmen? Ich hasse Muscheln. Wieso habe ich so viel Pech gehabt? Weil ich hier die Glückliche bin. Ich krieg Sahne. Diese Schlagsahne kommt direkt auf meine Torte. Das Wichtigste ist, schön durchschütteln. Erledigt. Und jetzt kann ich meine Torte probieren. Hey, Weihnachtsmann, was machst du denn hier? Sehr lustig. Du bist doch bloß neidisch auf mich. Denn ich habe eine ganze Torte mit Schlagsahne. Mann, ich hätte auch gerne was davon. Du hast doch auch eine Torte, und zwar mit Muscheln. Viel Spaß. Mann, die gefallen mir ja gar nicht. Ah, das tut voll weh. Ich glaube, ich habe einen Zahn verloren. Ich will die nie wieder anfassen. Du hast doch keine Ahnung, wie man damit umgehen muss. Siehst du? Du musst das Fleisch aus den Schalen ziehen. Schau doch mal, sieht doch toll aus, oder? Und jetzt kannst du das auf deine Torte legen. Oh, das stinkt ja. Muss das sein? Natürlich. Gross. Oh Mann, wie konnte ich das bloß tun? Ich hab die Torte ruiniert. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich muss mich wirklich übergeben. Wow. Das ist ja eine Perle. Susie, lass mich. Ich habe die Muscheln geöffnet, also gehört die mir. Gib sie zurück, das waren meine Muscheln. Nein, meine. Oh nein. Wie sollen wir die Perle jetzt finden? Oh. Ich
Ich werde sie finden. Vergiss es, du hast keine Chance. No, please. Hier ist nichts. Wir haben nichts gefunden. Och, Menno. Hey. Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Oh nein, ich bin Erste. Oh ja, ich habe schon lange davon geträumt, diese Marshmallow-Sticks zu bekommen. Die lassen den Kuchen mit neuen Geschmacksrichtungen spielen. Ja, voll cool, oder? Sehen aus wie Zöpfe. Na gut, hoffentlich kriege ich auch noch was Leckeres. Heute ist eindeutig nicht mein Tag. Ich kriege auch noch Nudeln. Ja, und damit musst du jetzt deine Torte dekorieren. Viel Spaß. Okay. Ich habe wohl keinen anderen Weg. Fertig. Ich habe noch nie so eine seltsame Kombination probiert. Oh no! Der schmeckt voll ekelhaft. Oh, no. Was für ein ekelhaftes Knuspern. Ich muss mir die Ohren zuhalten. Bingo! Ah, ich habe eine Idee. Wenn man kochendes Wasser über den Kuchen gibt, dann kriege ich zumindest gekochte Nudeln. Ich würde sagen, das ist Mittagessen mit Nachtisch. Wuhu! Gefällt mir. Solange Monika ihre Nudeln isst, werde ich meine Torte dekorieren. Awesome! Das sieht ja richtig hübsch aus. Could you please? Monika, träum nicht mal davon. Du hast gesagt, du würdest zu Mittag essen. Ich glaube, Susi wird nichts dagegen haben, wenn ich mir einen Zopf ausleihe. Hey! Sei nicht so gierig. Hey, lass los. Das ist mein Marshmallow. Ah! Was hast du angerichtet? Das war der leckerste Fall in meinem Leben. Wer dreht zuerst? Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ja, ich hab gewonnen. Nein, Monika, du hast mich mit Pech angesteckt. Was für ein Horror. Ich hoffe, diesmal werde ich was Leckeres bekommen. Na, endlich. Ich krieg was Leckeres für meine Torte. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Glotzern meinen Kuchen zu verzieren. Oh ja. Kommt her, meine Kleinen. Ihr seht so toll aus. Awesome. Bona, endlich. Ich kann es kaum erwarten, was Leckeres zu probieren. Susi, ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Ich werde alles selber aufessen. Awesome. Ja, sieht voll köstlich aus. Lecker. Monika, denkst du etwa, dass ich es nicht schaffe, dir einen Glotzer wegzunehmen? Du wirst es nicht schaffen. Du bist voll gierig. Oh, darauf habe ich so lange gewartet. Endlich kann ich meine Torte mit Genuss essen. Mann, ist die schnell. Und hier ist noch der letzte Glotzer. Den werde ich hochwerfen und... Aua, der ging daneben. Aber dafür habe ich ihn gefangen. Der war wirklich lecker. Wie auch immer, es wird Zeit, dass du deine Chilischoten isst. Nein. Die machen mir voll Angst. Ich hoffe, ich werde nicht verbrennen. Komm schon, ich helfe dir. Beeil dich. Schneid dieses Feuermonster. Okay, dann wollen wir mal. Ich habe nur einen Bissen genommen, aber ich spüre schon, wie sich das Feuer in meinem ganzen Körper ausbreitet. Das ist noch nicht genug. Du musst den Kuchen aufessen. Wer hätte gedacht, dass du so grausam sein könntest? Oh nein, hier kommt das Feuer. Okay, jetzt geht das zu weit. Wir müssen sie retten. Oh, mir geht's viel besser. Vielen Dank, Monika. Oh, was ist los? Ah, es ist schon morgen. Zeit zum Aufwachen. Endlich ist es Zeit für mein Lieblingsfest. Halloween. Ich hatte sogar Zeit, mein Kostüm vorzubereiten. Ich habe auch eine tolle Idee, wie man Vita erschrecken kann.
Ich weiß, dass sie mehr Angst vor Geistern als vor allem anderen in ihrem Leben hat. Also nehme ich einen Luftballon und zeichne ein schreckliches Gesicht. Super, er sieht schrecklich aus. Fertig. Und jetzt gehe ich zu Vita. Ich frage mich, was jetzt passieren wird. Ich habe noch passende Handschuhe. Ach, natürlich. Was ist ein Streichen ohne verstreute Süßigkeiten? Jetzt fällt nur noch der letzte Schritt. Ich bin schon gespannt, wie begeistert sie von diesem grünen Schleim sein wird. Ich soll nicht vergessen, die Zimmer zu versiegeln. Ja, ich lasse sie glauben, es sei eine Mauer. Guten Morgen. Was ist mit meinen Händen passiert? Was für ein Albtraum! Ich zeige es dir, Alex! Sehr lustig! Was ist denn das? Wie kann ich jetzt rauskommen? Nee. Was hältst du von meinem Scherz? Du wirst noch von mir kriegen. Kann ich es ihm heimzahlen? Genau. Es wird ihm gefallen, die blutigen Abdrücke auf dem Handtuch zu sehen. Ach so, die rote Farbe. Was ich brauche. Erledigt. Es sieht super aus. Geschafft. Aber das ist nicht genug. Ich lasse Alex sich auch in der Dusche mit blutigem Wasser waschen. Ich kann mir schon vorstellen, wie er schreien kann. Und natürlich, es kann nicht ohne eine klassische Inschrift auf dem Spiegel sein. Alles ist bereit. Nun, es ist an der Zeit, in die Dusche zu gehen. Ah, was ist das? Was für ein Schrecken! Hilfe! Puh, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Was ist denn das? Und da ist auch Blut. Was? Jemand beobachtet mich. Hilfe! Alex, was hältst du von meinem Scherz? Es ist überhaupt nicht lustig. Ich habe eine Idee für einen Scherz. Ich brauche dafür eine Schachtel Flocken und etwas Milch. Zuerst mache ich alles wie gewöhnlich. Ich nehme die Schüssel und gebe die Flocken hinzu. Fertig. Aber das ist noch nicht alles. Ohne Würmer wird der Streich nicht funktionieren. Ich schütte die Kleinen in die Flockenpackung. Och, was passiert gleich? Vita, hör auf dein Tablet zu starren. Frühstücke lieber etwas. Ja, ich stimme zu. Es ist schon die Frühstückszeit. Das ist so lecker. What? Ja, ich mag auch Flocken. Ich kann nicht wegsehen. Das ist so interessant. Wo ist die Milch? You. Ich wünsche mir guten Appetit. Was? Warum bewegen sich die Flocken? Das ist furchtbar! Alle!
nur ein Scherz. Ich habe eine tolle Idee. Ich werde Alex die gruseligste Filmvorführung aller Zeiten organisieren. Dafür soll ich einen speziellen Tisch mit einem Loch in der Mitte anfertigen. Ich nehme Pappe und schneide einen Kreis in der Mitte. Dann bedecke ich den Tisch mit dem Tuch und schneiden wir hier auch durch. Die Hauptsache ist, dass der Kopf perfekt durch das Loch passt. Ich brauche noch einen Eimer Popcorn. Das wird ein Köder für Alex sein. Oh, yes! Okay. Er wird sich freuen, wenn er ein Gesicht im Popcorn sieht. Der Streik hat begonnen. Oh, Popcorn! Wie cool! Und noch ein Horrorfilm. Das nenne ich das richtige Halloween. Wow! Aua! Wer beißt mich an? Das bin ich. Ich will dich fressen. Ah, das ist ein Skelett im Popcorn. Hilfe! Ich wusste, dass der Streich funktionieren wird. Meiner Meinung nach war das genial. Ich muss an etwas ganz anderes denken. Eine Idee. Was wäre Halloween ohne Kürbis? Ich brauche ein Messer, schneide hier oben ab und dann mit einem Löffel werde ich die nutzlosen Innereien los. Damit bin ich fertig. Jetzt soll ich ein Kürbisgesicht schnitzen und es so ausdrucksstark machen wie möglich. Wow! Ich lege einige Kerzen in den Kürbis, um das Gesicht so gruselig wie möglich zu gestalten. Wow! Super! Sehr aufmerksam stelle ich die Kerze und verstecke den Kürbis unter sein Bett. So, er ist nicht da. Ich mag diesen Streich schon sehr. Jetzt muss nur noch eine blutige Spur zum Bett geleckt werden, damit Alex unbedingt darunter schaut. Dazu muss ich nur die Sohlen meiner Turnschuhe mit roter Farbe entfärben. Übrigens lässt sich die Farbe hinher nur schwer wieder abwaschen. Also wiederhol das nicht zu Hause. Okay. Let's go. Und jetzt lasse ich die Spuren. Alles, was noch zu tun ist, ist auf Alex zu warten. Ja, das war so cool. Hey? Was ist das? Wohin folgen Sie? Unter mein Bett? Huh? Ah, was für ein Horror! Hilfe! Der Kürbis wird mich auffressen! Was bist du doch für ein Angsthase? Angsthase? Das hast aber du gemacht? Nichts Lustiges! Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit?
Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt eine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow, jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lasse dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ich frage mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Na okay. Was ist das denn? Das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er.
Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh. Oh nein. Oh, das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht bekleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Was ist das? Igitt, das sind ja Haare. Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind, und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker, schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Ah, ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich habe den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich gehe ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Oh, das sind ja Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wäre fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben es geschafft. Ja, nichts wie raus hier.